Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Mit Update 40 kamen jede Menge Neuerungen hier ins Spiel, unter anderem auch 77 neue Errungenschaften. Oh, ich freue mich schon, obwohl ich davon ausgehe, dass wirklich der Großteil der Errungenschaften mit dem endlosen Archiv zusammenhängen. Und da wollen wir tatsächlich heute auch mal reinschauen. Wo finden wir das endlose Archiv? In Apokrypha. Ihr nehmt idealerweise den Wegschrein des Speyranbergsees. Ihr könnt natürlich auch hier hinten den Wegschrein der verlassenen Palisaden nehmen. Da wäre, glaube ich, der offizielle Weg. Aber ich nehme auch immer gerne mal die Abkürzung. Ich bin hier nämlich einfach runtergesprungen. Ist ja schließlich Wasser hier. Denn hier unten ist der Eingang zum endlosen Archiv. Das heißt, hier auf der Karte sehen wir es ja. Hier unten an der Küste, da bin ich gerade. Und hier laufen wir dann einfach in diese Höhle hinein. Und hier haben wir auch schon das Portal, um hineinzuschlüpfen. Wir haben hier zwei Händler im endlosen Archiv. In erster Linie möchte ich euch natürlich die Housing-Items vorstellen, aber da der Händler eben logischerweise auch andere Dinge im Angebot hat, erkläre ich euch die anderen auch nochmal ganz kurz. Für die wie ich auch immer gerne alles einsammeln, was gratis ist. Es macht natürlich Sinn, ja auch natürlich dann mal die ganzen Kommoden und so leer zu machen. Mit Glück gibt es vielleicht auch eine schöne Blaupause. Ja, ist wie gesagt immer Glückssache. So, wir sprechen mal mit Erfasser Ul. Man sieht diesen Bereich und man weiß, dass hier etwas Interessantes ist. Nicht wie an dem Ort, auf den Erfasserin Thesurs Anspruch erhebt. Zudem ist mein Angebot auch breiter gefächert. Seht selbst. Dann schauen wir uns das mal an. So, wir haben hier tatsächlich nur zwei Housing-Items. Das sind zweimal Bücher. Das finde ich total schick. Weil das so aussieht, ob irgendwie handschriftlich da einer was reingeschrieben hat. Und das zweite, ja, warum nicht? Ich glaube, das ist eigentlich ganz nice, wenn man es irgendwie in der Hand halten könnte, weil das so ein bisschen aufgeklappt ist. Flasht mich nicht so, das finde ich eigentlich total schön. Aber wir haben gleich beim anderen Händler noch richtig, richtig tolle Housing-Items. Was können wir sonst noch hier bekommen? Eine random Schatzkarte Rift. Ich gehe davon aus, dass das auch wöchentlich wechselt. Und wir sehen hier schon eine andere Währung. Nämlich, Moment, ich zeige euch das. Einmal hier in den Währungen. Die Archivwissenschätze. 9020 habe ich da gesammelt. Ich bin gestern das erste Mal hier unterwegs gewesen. Und diese Währung können wir dann logischerweise dafür einsetzen, indem wir hier dann eine random Schatzkarte kaufen können. Eben diese Woche Rift. Die zwei Bücher haben wir uns angeschaut. Dann gibt es eine gebundene Stilseite. Auch hier gehe ich davon aus, dass das wöchentlich wechselt. Wir haben hier Gefährtenausrüstung. Ich kann noch gar nicht abschätzen, ob wirklich diese 5000 ein guter Preis sind oder ein schlechter Preis sind. Weil ich finde, so die Gefährtenausrüstung ist in der Regel eigentlich für wenig Gold zu haben. Im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren. Dann haben wir auch hier eine Schatzkarte, ein Rätsel, das euch ermöglicht, eine Ruhmesgeschichten-Verbesserungskarte zu finden. Die können wir hier kaufen, die können wir aber tatsächlich hier auch finden. Also bei mir ist sie gestern gedroppt, also ich muss sie nicht kaufen. Glückssache, ne? Wie es immer so ist mit den Artikeln, die ihr droppen könnt. Im Zweifelsfall, wenn ihr es nicht abwarten könnt und genug von der Währung habt, könnt ihr es natürlich dann kaufen. Wir haben hier ein Sammlungsstück von der Psychic Leuchtkugel. Auch hier gehe ich davon aus, dass es wöchentlich wechselt. Genau wie die zwei Spuren hier hintereinander. Hier ist es ein bisschen buggy, zumindest bei mir. Also bei der einen Spur steht ja schon, ich habe es bereits ausgegraben. Bei dem zweiten, ich habe das schon. Also ich könnte es jetzt nochmal kaufen, aber ich habe es eigentlich schon. Sollte ja eigentlich nicht so sein. Gut, man kann manche Sachen natürlich auch mehrfach kaufen. Da ein bisschen drauf achten. Aber wie gesagt, auch hier gehe ich davon aus, dass das wöchentlich wechselt. Dann haben wir zuletzt noch wieder eine Möglichkeit, eine
Gesichtsbemalung, meine Güte, jetzt fiel mir das Wort nicht ein, eine Gesichtsbemalung zu bekommen. Und zwar, wenn wir eben 20 von diesen unzuverlässigen Karten des Archivs kaufen, jeweils 7000 von der neuen Währung. Und dann würdet ihr das entsprechend bei den Kopfbemalungen finden. Hier ist es eben logischerweise bei mir noch ganz unten, weil ich es noch nicht freigeschaltet habe. Man kann es leider noch nicht anschauen. Das würde ich mal ganz schön finden, wenn man so eine Voransicht hätte. Hat man aber nicht. Da müsst ihr euch dann einfach überraschen lassen. Aber das kann man dann tatsächlich hier kaufen. Gut, das war jetzt aber nicht der Händler, der jetzt die ganzen Housing-Items verkauft. Da waren wirklich jetzt nur die zwei Bücher dabei. Der eigentlich für Housing-Fans interessante Händler ist hier. Und das ist auch mega toll gemacht, wenn ihr hier in die Nähe kommt. Baut sich nämlich jetzt erst hier so langsam aus den Büchern der Weg, dass wir hier hochlaufen können. Und natürlich auch hier jede Menge, was wir einsammeln können. Und auch Bücherregale. Also ich habe hier gestern auch einige neue Bücher entdeckt. Also das auch immer anklicken. Ihr wisst ja, Lesen bildet, ne? Schadet auf gar keinen Fall, da vielleicht das ein oder andere, na, da ein neues Buch zu bekommen. So, aber wir wollen ja einkaufen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier mit der Erfasserin Thesuas. Seht ihr die? Alles meine. Es könnten eure sein. Ihr müsst mir etwas von gleichem Wert geben. Keine Schummelei. Fälschungen sind wertlos. Die will ich nicht. Also, haben wir einen Austausch? Auf alle Fälle, da werde ich auf alle Fälle zuschlagen, aber jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an. Die meisten dieser Items, die wir hier kaufen können, hängen mit Errungenschaften zusammen. Das kennen wir ja auch schon von anderen Zonen, dass wir immer einen normalen Housing-Händler haben und einen Errungenschaftshändler. Das ist hier so ein bisschen vergleichbar. Bei dem Händler eben hatten wir ja auch zwei Housing-Items, die wir so kaufen können. Hier brauchen wir erstmal Errungenschaften. Bei mir sind gestern aber Errungenschaften schneller geploppt, als ich gucken konnte. Das war wirklich mega und deswegen kann ich tatsächlich schon ein paar Teile kaufen. Ein paar allerdings noch nicht, aber ihr werdet gleich sehen, es lohnt sich. Ich bin bis jetzt noch nicht so ein Mega-Fan von dem Archiv, aber allein, weil ich hier diverse Items haben möchte, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier mehrfach reinzuschauen. Vielleicht gefällt es mir dann ja auch besser. Ich würde jetzt tatsächlich hauptsächlich die Housing-Items vorstellen. Also wir haben hier natürlich auch noch Materialien, die wir hier kaufen können oder Einrichtungen. Also auch Materialien für Einrichtungen. Es ist die Frage, ich kann das auch noch nicht abschätzen, ob sich das wirklich rechnet. Ich werde vielleicht, wenn ich mal ein paar von dieser neuen Währung über habe, dass ich einfach mal so einen Behälter kaufe und mal gucken, was drin ist. Aber jetzt spare ich das tatsächlich noch für andere Sachen zusammen. Und wir starten einfach mal mit einem apokryphischen Obelisk. Der ist jetzt nicht so mega groß, aber relativ hoch, wie man sehen kann. Also am besten für eine große Halle geeignet. Oder wenn wir natürlich ein freies Gelände draußen haben, dann geht das natürlich auch. Aber in so normale Häuser mit normaler Deckenhöhe wird es schon ein bisschen eng. Da wird es schätzungsweise nicht reinpassen. Ich finde, es sieht irgendwie größer aus, aber wir können uns ja hier unten an diesen Quadraten eigentlich immer ganz gut orientieren, dass es sich tatsächlich noch in Grenzen hält. Ja, ich finde es ganz nett, wüsste spontan nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und vielleicht genau das, was euch gerade noch für irgendeine Housing-Idee fehlt. Als nächstes haben wir hier einen Altar. Den kennen wir. Den haben wir auch tatsächlich schon öfter mal im Spiel gesehen. Also sehr nice, dass der jetzt kaufbar ist. Ich wüsste jetzt spontan auch noch nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Aber schön finde ich ihn allemal. Dieses Grün ist nicht so meins, muss ich gestehen. Aber prinzipiell hat er schon was, gar keine Frage. Der Bogen ist mega. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ganz mein Grün. Das ist ja nicht so ein Hellgrün, sondern eher so ein Saphirgrün. Finde ich mega. Ist auch nicht so ganz groß. Also von daher auch für kleinere Häuser geeignet. Schön
verziert. Also den finde ich ganz toll, aber kann ich eben, wie gesagt, noch nicht kaufen, weil mir da noch die Errungenschaft fehlt. Gut, das sind jetzt keine weiteren Housing-Items. Die Sachen, die würde ich tatsächlich mal in einem anderen Video vorstellen, im Zusammenhang mit dem Archiv. Heute geht es mir tatsächlich wirklich um die Einrichtungsgegenstände. Und dann haben wir als nächstes ein Fenster. Ist zwar auch wieder dieses Grün, was ich nicht so mag, aber ihr seht ja diese Bewegung. Dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, als ob sich da eine zähe Flüssigkeit bewegt oder so. Finde ich total schön. Und man kann es auch so einbauen, dass man es dann auch tatsächlich von beiden Seiten sehen könnte. Also auch super gemacht. Es geht weiter. Ach, und übrigens die Karten, ein Kartensatzfragment gibt es hier, was ich tatsächlich wirklich kaufen muss. Also wer regelmäßig Karten spielen möchte, muss auf alle Fälle mal mindestens eine Runde ja durchlaufen, um eben auch entsprechend genug von der Währung zu bekommen, um sich dieses eine Kartensatzfragment dann auch zu kaufen. Das ist jetzt ein Housing-Item, wo ich sagen muss, nee. Da würde ich nicht eins dieser neuen Scheinchen für ausgeben. Ich habe so keinen Plan, was ich mit dem Ding anfangen könnte. Ich finde es nicht schön. ich habe keine Ahnung, was man damit machen könnte. Aber ich weiß, die Housing-Profis unter euch haben vielleicht spontan schon eine Idee. Aber für mich ist es definitiv nichts. Ausgerechnet etwas, was ich tatsächlich schon freigeschaltet habe. Und dann kann ich damit nichts anfangen. Öde, aber gut. Wir haben als nächstes ein Podest. Ich hatte erst gedacht, das ist das Podest von den Folianten. Leider nicht. So richtig podestig ist es nicht. Aber oh, lässt sich irgendwo schön in die Ecke stellen. Sieht ganz nice aus. Kann man haben. So, genau. Als nächstes haben wir das Trockengestell. Das steht auch hinter uns, beziehungsweise nie vor uns in dem Fall. Finde ich auch nicht schlecht, obwohl ich auch nicht wüsste, in welchem Zusammenhang ich das mit anderen Sachen irgendwo im Haus zusammenstellen könnte. Aber es ist definitiv was Besonderes. Aber auch natürlich noch nicht freigeschaltet. Kostet tatsächlich nur 1000. Finde ich doch relativ günstig, wenn ich mir überlege, dass diese komische hässliche Pflanze 20.000 kostet. Aber gut. Es wird einen Grund haben. Und nein, wir machen erstmal das letzte hier, den Zugang zum endlosen Archiv. Finde ich auch total schön. Ich mag diese Kugel. Auch wenn das jetzt nicht so ganz mein Grün ist, obwohl das ist ja mehr so ein Gelbgrün, das finde ich schon ein bisschen schicker, finde ich das auch super, super interessant. Was ich jetzt nicht so ganz herauslesen kann, ob das wirklich nur ein Deko ist oder ob man darüber wirklich schnell hierher reisen kann, denke ich fast nicht. Aber auf alle Fälle sieht es ganz nice aus. Und jetzt, Leute, kommt der absolute Oberkracher. Also das Teil, boah, mir ist gestern also wirklich die Kinnlade runtergeklappt, als ich das gesehen habe. Kostet 25.000 von der neuen Währung, aber ich brauche natürlich auch eine Errungenschaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine der letzten Errungenschaften sein wird, was ich hier bekommen kann, weil das Ding ist riesig, wie wir sehen können. Na, also wir sehen das hier anhand der Quadrate. Aber achtet mal, wir haben immer verschiedene Bilder hier. Ist das mega? Immer im Wechsel schöne Ansichten hier aus Tamriel. Ich bin total geflasht. Richtig, richtig toll. Ist auch egal, in welche Richtung es ich drehe. Das Bild bleibt dann eben gleich. Ich könnte es natürlich auch ausschalten. Ich weiß immer noch nicht, warum man sowas tun sollte. Und jetzt zeigt er wieder die Bilder. Also das Ding hat mich komplett geflasht. Allein deswegen muss ich hier regelmäßig durchlaufen, weil dieses Item muss ich definitiv haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wirklich toll. Wer genau aufgepasst hat, es wurde auch angezeigt eben beim Ladebildschirm, als ich ins Archiv reingeportet bin. Da war das auch im Hintergrund zu sehen. Ich wollte nur nicht spoilern.
und habe deswegen dazu nichts gesagt. Aber ein Megateil. Das war es zu den Einrichtungsgegenständen hier. Und hier sehen wir auch nochmal das Item, was ich ihm gesagt habe. Das steht hier tatsächlich auch rum. Also ich finde, hier ist wirklich, wirklich viel Schönes dabei. Natürlich alles im Necrom-Style, so wie es sein soll. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Mir gefällt auch nicht alles davon. Aber besonders sind die Teile auf alle Fälle. Von daher würde ich sagen, schnappt euch einen Partner oder einen Begleiter und rennt hier ein paar Mal durch, dass ihr die Währung habt, um hier zuzuschlagen, beziehungsweise natürlich auch die Errungenschaften. Die Errungenschaften findet ihr in eurem Tagebuch hier hinten unter den Errungenschaften und dann natürlich endloses Archiv, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch den kürzeren Weg nehmen, wenn ihr hier irgendwas haben wollt. Das heißt, hier haben wir den Händler, dann gehen wir ruhig mal hier unten auf die Kugel. Da sehen wir ja, welche Errungenschaft wir brauchen. Das geht nicht mehr mit dem Rechtklick. Ich dachte, das ging mal. Aber dann wissen wir hier Spießrutenläuferin. Dann gehen wir nochmal hier rein und gucken mal. Das können wir hier ja eingeben. Ich dachte, man konnte von da aus abspringen. So, endloses Archiv. Ah, wir haben hier einen dreigeteilten. Wir haben erstmal hier Fertigkeitsnachweis. Dann haben wir endlose Beständigkeit. Und zum Schluss Spießrutenläuferin. Das heißt, 100 Anführer muss ich hier erledigt haben. Und ich habe gerade mal 4. Auweia. Da steckt ein bisschen Arbeit hinter, bis wir uns dieses Mega-Item holen können. Ich hoffe, ich habe euch nicht frustriert. Ich hoffe eher, dass ich euch ein bisschen angefixt habe, dass auch ihr Lust habt, hier durchzulaufen, um euch dieses tolle Item zu holen. Ja, das war es hier zu den Housing-Items. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Besucht mich auch super gerne auf Twitch. Ich habe dort den gleichen Namen. Auch da freue ich mich natürlich über ein Follow. Wenn ich live bin, schaut gerne vorbei. Stellt Fragen im Chat. Wir spielen auch oft zusammen, laufen Dungeons, Raids oder natürlich jetzt auch sind wir im Archiv unterwegs. Da könnt ihr euch dann auch sehr, sehr gerne anschließen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.